Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Woche, zu einem neuen Food Haul und zu einem neuen Mittwoch. Denn ich gehe heute die Sachen für die Saftkur einkaufen und das wird also so ein Specially Food Haul Saftkur. Ich teile unten alles, was ich eingekauft habe, und in den kommenden Videos werde ich dann auch die Rezepte teilen mit euch, falls ihr Bock habt, die nachzumachen. Ich verlinke euch aber auch, wo ich die her habe, und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei dem Video und bis gleich. Leute, wir sind zurück auf der Couch und ich kann euch sagen, ich bin gestresst. Ich bin richtig, richtig, richtig dolle gestresst. Ich bin losgefahren, wollte bzw. will. Auf geht's. Nochmal von vorne. Ich bin dezent gestresst und ich bin losgefahren, wollte eben kurz die Sachen besorgen. Das dauert nicht lange, der Hin- und Rückweg ist eigentlich ein Witz mit dem Auto. Laufen ist natürlich jetzt nicht so drin, auch fürs das Ganze zu tragen und so. Ich wollte zum Lidl eben fahren, weil ich euch auch so einen kleinen Preisvergleich zeigen wollte. Okay, wie teuer ist das wirklich und. Fahre so Richtung Lidl und dann sehe ich, dass die Kreuzung eine Vollsperrung hat. Warum? Ich weiß nicht ganz genau, da stand irgendwie ein Bus, der einen Warnblinker anhatte, aber ob da ein Unfall war oder nicht, kann ich euch nicht sagen. Ich bin da nicht so diejenige, die guckt. Ich habe mich dann eher darauf konzentriert, okay, wo geht es hier weiter? Kann ich hier überhaupt abbiegen? Und wenn ja, wo werde ich umgeleitet? Habe dann schon bei meinem Navi eingestellt, okay, ich muss dann so und so wieder zurückfahren. War alles in Ordnung für mich. Das Ding ist, diese Perioden, bis man dann über die Kreuzung fahren kann, die dauern sehr, 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 sehr lange, weil gefühlt immer nur 3, 4 Autos über die Kreuzung kommen bei Grün. Und ist eine Riesenkreuzung. Egal, auf jeden Fall 2 Autos vor mir, eine Blondine im Polo. Und so ganz ehrlich, ne, ich meine, ich bin ja selber normalerweise blond. In dem Moment wusste ich einfach, warum diese Witze so funktionieren. Also es war der absolute Oberwahnsinn. Sie fuhr mit einer Schneckengeschwindigkeit darauf zu, guckte. Wollte dann irgendwie, also ihr müsst euch vorstellen, man kann dann hier so links abbiegen oder muss direkt rechts hoch. Und sie stand so, dass man diese Umleitung rechts hoch auf die Autobahn nicht nehmen konnte. Und hinter mir ein Gehupe, rechts von mir ein Gehupe, der Polizist wild am Gestikulieren und ja, ne, fahr. Dann ist sie dann im Schneckentempo auch da hochgefahren. Derweil hatten wir dann schon das Problem. Die hinter mir waren, haben versucht, natürlich die Grünphase auch noch mitzubekommen, standen dementsprechend auf der Kreuzung, während die dann rot hatten, aber der Geradeausverkehr ja wieder grün hatte. Ihr könnt euch vorstellen, es war ein Hubkonzert sondergleichen. Und dann kam von der anderen Seite noch ein Polizeiauto angefahren zur Unterstützung, um diese da abzusperren. Und der muss sich wohl gedacht haben, ey, ich weiß, was du gleich vorhast, denn Madamchen im kleinen Polo dachte sich, ja, ich bin ja gar nicht dumm. Ich fahre jetzt das kleine Stückchen da hoch und wende dann einfach da, ne? Weil klar, wo man hochfahren kann, kann man auch direkt wieder runterfahren. Und dachte dann, das wäre eine coole Idee. Das Ding ist, dass der Polizist sich das schon gedacht hat, sich ihr in den Weg gestellt hat und sie dann so stand. Also weder runter konnte, noch konnten wir an ihr vorbei. Also sie hat alles blockiert und das hat so einen krassen Rückstau irgendwie zutage gebracht, dass der Polizist ausgestiegen ist und zum Schluss gesagt hat, jetzt fährst du mal bitte dein Polo weg, und auch schon einer hinter mir ausgestiegen ist und sich beschwert hat. Also, ja, so, ich will gar nicht, ich weiß nicht, wie lange ich gebraucht habe, bis ich dann tatsächlich zum Rewe gekommen bin. Ich glaube, ich war wohl eine Dreiviertelstunde da schon unterwegs. Also, ja, es war,
Also Sachen, die man nicht gebrauchen kann. Vor allem, wenn man sich geistig und mental auf Hunger vorbereiten muss, der mich da morgen wahrscheinlich sehr, sehr hart trifft. Also generell habe ich momentan sehr viel Hunger. Seit Corona esse ich viel mehr als vorher, habe auch viel mehr dieses Hungergefühl. Was ja gut ist, das wollte ich ja immer provozieren, dass ich endlich dieses Gefühl von Hunger habe und auch morgens direkt nach dem Aufstehen eine Stunde spätestens so diesen Wunsch und das Verlangen habe zu essen. Aber ich habe dem Ganzen halt auch nachgegeben und halt dann gegessen. Und dementsprechend bin ich mal gespannt, wie das dann so jetzt die nächsten 3 Tage läuft. Nichtsdestotrotz, ich freue mich wirklich immer noch riesig. Ich freue mich einfach, diesen Entsafter zu benutzen. Das hat so viel Spaß gemacht und ich habe alles, was man für diese Saftkur gekauft, inklusive Gewürzen. Das Einzige, was ich nicht gemacht habe, ist mir frische Mandeln zu kaufen und die 12 Stunden lang auszusieben und mir da meine Mandelmilch selbst zu machen. Ich mache die dennoch selbst, aber halt eben mit weißem Mandelmus. Da gibt es 2 verschiedene Alternativen, werde ich euch natürlich auf dem Laufenden halten. Ich werde alle Rezepte teilen. Ich sage euch auch direkt, wo ich es her habe. Ihr könnt alles nachschauen, falls ihr mal Bock habt, das selbst zu machen. Ich werde aber auch alles in meinen nachfolgenden Videos verlinken. Ich werde euch versuchen, ab morgen jeden Tag so minutiös wie möglich mitzunehmen, dass ihr wirklich alles mitbekommt, wie es mir geht, welche Säfte mir geschmeckt haben, was mir nicht geschmeckt hat, ab wann es wirklich irgendwie richtig schlimm war oder ob es ging. Oder also ich werde versuchen, immer mal wieder am Tag irgendwie so mit aufzunehmen, wie es mir einfach geht, wie die Stimmung ist und ob ich mich danach besser gefühlt habe oder ja. Also ich möchte euch da schon sehr, sehr, sehr genau mitnehmen. Und ich denke, das werden dann halt auch 3 Videos. Ich werde das nicht zusammenschneiden, sondern ich werde 3 Videos jeden Sonntag irgendwie hochladen, denke ich mal. Muss ich aber mal schauen, das weiß ich noch nicht. Jetzt kommen wir aber erstmal zu dem Einkauf und was ich alles mitgenommen habe. Insgesamt, ich glaube, das wird eins der interessantesten Sachen jetzt an diesem Food Haul noch für euch sein. Hat das Ganze beim Rewe, ja, ich glaube, beim Lidl wäre es ein bisschen billiger gekommen, aber insgesamt mit allem habe ich 73,87 € bezahlt. Das liegt knapp 7 Euro unter dem, was eine 3-tägige Saftkur im Internet kosten würde. Ja, ich hätte mir die Arbeit auch sparen können. Ja, der Entsafter muss natürlich noch dazu gerechnet werden. Der Entsafter, den wir gekauft haben, der hat 165 € gekostet. Ich hätte da auch was Günstigeres nehmen können. Ich wollte aber einen mit Leistung. Ich wollte einen, der mir wirklich auch Saft und Ertrag ausbringt. Ich wollte einen haben, der leicht zu reinigen ist. Und der einfach so diesen Komfort bietet. Und ich sag mal so, ich trinke gerne frisch gepressten O-Saft. Ich finde Gurkenwasser im Sommer total toll. Generell zu entsaften finde ich mega und jetzt auch für die Ernährungsumstellung brauche ich das halt eben auch, deswegen hat es sich für mich gelohnt. Man muss halt immer das für und wieder überlegen, aber der Vorteil für mich war, erstens mal habe ich ein Gerät, mit dem ich vielseitig arbeiten kann, zweitens mal weiß ich, was in meinen Säften drin ist und das war mir ganz, ganz wichtig. Ich brauche hier nicht einen auf, ich will mich entgiften, ich will was Gesundes für meinen Körper tun und dann kaufe ich mit irgendwelchen Konservierungsmitteln und Zucker vollgepumpte Säfte. Das wollte ich einfach nicht. Ja, okay, die werben mit toller Qualität, aber im Endeffekt weiß man halt doch immer nur selber, wenn man es selbst gemacht hat, auch, was drin ist. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, das selbst zu machen, mir eben diesen Entsafter zu kaufen. Das ist ein Produkt, was ich weiterhin benutzen kann. Und wenn ich Bock habe, mache ich mir halt wieder mal eine Saftkur und dann bin ich auch noch günstiger, als wenn ich es dann komplett im Internet bestelle. So, das sind meine Gründe. Und jetzt würde ich sagen, zeige ich euch einfach mal, was mit durfte. Rezepte und alles kommen dann an den jeweiligen Tagen unter die Videos. Ich teile das Ganze aber auch noch auf Instagram, also ihr könnt mir da folgen. Mal schauen, vielleicht werde ich auch 1-2 Rezepte extra über diesen Community-Beitrag teilen. Da könnt ihr mir gerne mal noch Bescheid sagen, wollt ihr, dass ich das mehr nutze? Lest ihr das überhaupt? Kriegt ihr das überhaupt? Ich habe da so gar keine Ahnung von. Ich bin da überhaupt nicht drin in dem Thema. Wenn ihr aber sagt, hey, ich habe kein Instagram und die Community-Beiträge, die lese ich. Und wenn das nur einer sagt, dann mache ich das für euch. Ja? Also dann mache ich mir diese Mühe und die Arbeit auch noch und poste das auch noch da.
vielleicht nicht ganz so regelmäßig, mal immer in anderen Abständen. Aber so wie ich halt dazu komme, schreibt mir das doch gerne mal unten in die Kommentare. Und jetzt starten wir auch, weil ich glaube, das Video geht jetzt echt schon viel zu lange. Und zwar habe ich mitgenommen einmal Rucola. Da stand was von 8 Tassen. Falls ich da noch was nachbrauche, hole ich dann noch mal was. Eine Ananas. Davon werdet ihr gleich mehrere sehen, denn ich brauchte 1,5 Kilo Babyspinat. Babyblattspinat. Ich verlinke euch die Einkaufsliste, die schreibe ich euch gleich unten rein. Ne? 4 Limetten durften mit. Ja, so, darauf freue ich mich schon überhaupt nicht. Staudensellerie. Zitronen durften mit. Die an der Kasse, die hat mich auch schon gefragt, so, okay, sind wir auf dem Gesundheitstrip oder was ist los? Rote Beete habe ich noch niemals verarbeitet. Muss man mal schauen, bin ich auch kein Fan von. Zimt durfte mit. Ich hätte noch welchen da gehabt, aber ich wollte der Form halber einfach mal so einen Kompletteinkauf mit allem machen, um einfach auch zu sehen, okay, was kostet es wirklich komplett und nicht, wenn ich halt noch das da habe und hier da habe. Und ne, manche von euch werden vielleicht Mandelmus benutzen, die brauchen das nicht. Viele von euch werden Cayennepfeffer da haben, aber ich wollte es halt einmal so im Kompletten haben. Cayennepfeffer durfte mit. Nochmal eine rote Beete. Einmal Brokkoli, noch ein Zitrönchen und Kiwi. Im Anschluss filme ich euch das auch einmal so einmal ab, wie es da liegt, wie viel das ist. Dann durften noch mit Gurken, ich glaube es sind 7 an der Zahl. Und Datteln habe ich mitgenommen, davon braucht man nicht so viele. Und die anderen wird einfach Philipp essen. Dann habe ich mir mitgenommen Ingwer, 2 Knollen. Da stand 3 Knollen. Aber gut, da werde ich mich auch erstmal rantesten, wie viel ich da tatsächlich brauche. Dann durften Birnen mit. Da habe ich hier diese Sorte mitgenommen, weil mir die geschmacklich einfach ja, mehr zusagt. Da gab es auch noch eine etwas günstigere Variante tatsächlich. Also ich habe bei allem darauf geachtet, dass ich so preiswert wie möglich einkaufe und jetzt nicht die teuren Pink Lady Äpfel nehme. Aber ich wollte halt auch einfach das nehmen, was mir geschmacklich halt auch liegt. Ne? Da ist der Rest der Gurkenschorn. Die Familie ist alright hier. Dann durfte mit weißes Mandelmus. Da bin ich schon sehr drauf gespannt. Da muss ich mal gucken, ob ich das dann noch danach verarbeiten kann für Philipp. Für irgendwie ein paar Kekse oder für Emily. Mal schauen. Karotten durften mit. Ich packe das jetzt hier mal dahin. Und da stand Grünkohl. Ich habe jetzt einfach Wirsing mitgenommen. Und ja, dachte, das geht genauso. Ich wollte das nicht fertig im Glas nehmen. So, und da sind wir auch schon bei der nächsten Tüte. Dann habe ich mir noch mitgenommen Petersilie. Ja, da kommen jetzt erstmal hier die ganzen Blattspinat, Babyspinat-Dinger. Ihr seht, davon habe ich wirklich einiges an Tüten gebraucht. Das Schöne ist, die werde ich auch für die Third-Food-Ernährungsumstellung brauchen. Dann habe ich mitgenommen Minze und Basilikum hier abgepackt. Ja, hätte ich auch in so einem Töpfchen kaufen können, habe ich keinen Platz für. Ich würde so gerne, aber auch auf meinem Balkon. Ich müsste da halt extra ein Netz spannen, damit da Schatten geworfen ist. Das Ding ist, Emily würde dran gehen die ganze Zeit. Ich kann es nicht oben hinpacken, weil die Sonne strahlt hier so extrem drauf. Mir geht alles kaputt. Und zum Schluss habe ich jetzt noch ganze 5 Pakete Äpfel. Und da ist mir jetzt auch gerade was eingefallen, also vor lauter Stress und Hektik ist mir das jetzt wirklich entfallen. Ich bitte dies zu entschuldigen. Und zwar gehört zu der Saftkur, gehören noch 6 grüne Äpfel und 1 Netz Orangen dazu. Und das hatte ich tatsächlich schon. Ich wollte das eigentlich kaufen, weil, wie gesagt, ich wollte das einmal so in allem haben. Aber ich habe das letzte Woche im Food Hall, hatte ich mir das zufälligerweise geholt und es hat noch, ja, wir haben es noch nicht aufgebraucht. Und ja, deswegen dachte ich kaufe es jetzt halt nicht nochmal, weil das genau exakt das ist, was ich halt brauche. Orangen und 6 grüne Äpfel. Ich blende euch jetzt hier einfach nochmal so, ja, dazu gerechnet den Preis ein, wie viel es dann gekostet hat. Bitte verzeiht mir das, dass ich am Anfang gesagt habe, ich habe alles jetzt beim Rewe gekauft. Also ich habe alles beim Rewe gekauft, selbst die Gewürze bis halt eben auf diese 2 Sachen, weil ich die eben schon hatte
Und dann wollte ich das jetzt nicht ja, noch extra dazu holen. Aber ich glaube, das gibt sich jetzt nicht viel. Beziehungsweise, ich kann euch ja den Gesamtpreis dann jetzt hier einblenden. Das wäre es dann jetzt auf jeden Fall auch. Ich mache euch gleich nochmal so ein Show-off von Gemüse und Obst für 3 Tage Saftkur, damit ihr einmal nochmal vielleicht so ein Gefühl dafür bekommt, wie viel ist es tatsächlich. Selbstverständlich wird das eine Menge Arbeit beinhalten und ich werde versuchen, so viel wie möglich schon vorzubereiten, vorzuschnibbeln, zu waschen, zu machen, zu tun. Eventuell werde ich mir einfach auch meine ja, Sachen schon portionieren, damit ich das einfach nur noch morgen reinwerfen kann. Ich bin dezent durch. Ja, also wie gesagt, damit ich das schon so ein bisschen vorbereitet habe, wahrscheinlich werde ich auch den Blattspinat schon mal waschen und dann halt abgetrocknet, abgetupft in den Kühlschrank packen, dass ich so wenig Arbeit wie möglich habe und dann schauen wir mal und dann, ja, würde ich sagen, beende ich an dieser Stelle das Video, freue mich auf die nächsten Tage, die nächste Zeit, generell den Monat Mai, jetzt so diesen Anfang zu machen und ja, dann der 100 Kilo endlich wieder näher zu kommen, weil ich habe, ja, ich glaube, vom Gefühl her bin ich sehr weit weg aktuell und das nervt mich, das kotzt mich an und das will ich nicht und deswegen packen wir es jetzt an, es ist scheißegal, wie oft wir es anpacken, irgendwann wird es uns gelingen, das Wichtigste ist nur nicht aufzugeben und deswegen in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Genießt ihn, falls die Sonne bei euch auch so toll scheint. Und bis zum nächsten Video.